Hallo und grüß dich, Christine hier von abgestempelt.net. Ich begrüße dich zu einem neuen Video. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, ab Mai, wenn der neue Jahreskatalog gilt, bekommen wir neue Farben. Ich habe euch vor einiger Zeit schon die rausfallenden Farben vorgestellt. In diesem Video möchte ich euch die neuen Farben zeigen, die neuen In-Color, die neuen Stammfarben. Wir vergleichen das Ganze. Ich gebe euch einige Downloads an die Hand, damit ihr euer Bastelzimmer schön organisieren könnt und da ein bisschen profitiert von dem, was ich euch zur Verfügung stellen kann. Wer noch keinen Jahreskatalog angefordert hat, kann das nachholen, noch bei mir auf meiner Seite, einfach auf abgestempelt.net/Kataloge. Da könnt ihr euch dieses Exemplar hier anfordern. Gibt es natürlich auch wieder diverse Beileger dazu und Aktionen meinerseits. Wie immer haben wir mit einem neuen Jahreskatalog 5 neue In-Color. Das sind die In-Color, die 2023 dabei sein werden. Finde ich wunderschön. Ganz erdtönige Farben. Kieselgrau, Kupferbraun, Malve, Wilder, Weizen und Boho-Blau. Als Stempelkissen sowie Nachfüller. Wie immer gibt es, und darum lieben wir ja alles Stampin' Up, alles in allen passenden Farben. Wir haben Bänder dabei, also das gilt jetzt nicht nur für die In-Color, sondern natürlich auch für die normalen Stempelfarben. Wir haben die ganzen Farbkartonfarben, gibt es entweder gemischt oder in Einzelpaketen. Wir haben Designerpapier, das dieses Jahr so schön mit diesen Streifen und Herzmustern sein wird. Auf der Rückseite haben wir Kleckse oder Punkte und so Strichelchen. Also das finde ich auch ganz toll, dieses Papier dieses Jahr. Das gibt es natürlich nicht nur, wie gesagt, für die In-Color, sondern auch für die einzelnen Farbkollektionen. Ich habe euch hier noch das Bling Bling zu den neuen In-Colors. Ich halte es mal unter Weiß, da kann man es besser sehen. Also wie gesagt, wir sind ja immer mit allem ausgestattet. Dann gibt es natürlich auch wie immer noch die Stifte dazu. Ich habe jetzt hier nur wieder ein paar rausgeholt. Wir haben unsere normalen Tintenstifte, nenne ich sie mal, die Write Marker. Die sind neu gemacht worden. Die haben jetzt eine bessere Schreibspitze, eher wie so eine Filzstiftspitze statt dieser harten Kugel, nenne ich es mal, die da vorne drauf war. Und natürlich unsere Alkoholstifte auch wieder in den Farben. Da habe ich euch eine Übersicht gemacht. Da könnt ihr euer Bastelzimmer dann, wie gesagt, einfach nach Bestand mal durchgucken. Da kommen wir später dazu. Alles rund um die neuen Farben findet ihr auch auf meinem Blog. Einfach auf abgestempelt.net gehen, auf Aktionen klicken. Da habe ich schon mehrere Beiträge dazu vorbereitet zu den Farben. Das waren die 5 In-Color, die ich euch zeigen wollte. Wir haben ganz schön neue, bunte, alte und neue. Aber für jeden, der halt neu dabei ist, sind sie alle neu. Stempelkissenfarben im Sortiment und dadurch haben wir eine richtig schöne neue Kollektion an 50 Stammfarben dieses Jahr. Ich freue mich so. Es wurde Zeit. Das letzte Mal war ja 2018, das ist schon eine Weile her. Und ich bin mehr als zufrieden mit dieser Farbumstellung. Ich würde sagen, weil wir mit den In-Colors angefangen haben, bleiben wir dabei. Wir machen Farbvergleiche und wie immer komme ich jetzt mit meinen Kreisen, die ich mir ausgestanzt habe mit der 2 Zoll Kreisstanze und der kleineren. Wir haben hier Kupferbraun. Mal wieder etwas weiter runter mit der Kamera, damit man sich das schön etwas vorstellen kann. Hier, dann komme ich mit meinen anderen ganzen Farben und wir legen einfach mal los, damit ihr euch, wie gesagt, Kataloge sind ja noch unterwegs zum einen oder anderen, schon vorher etwas
unter den einzelnen neuen Farben vorstellen könnt. So, das sind mal so die Brauntöne, mit denen ich es verglichen habe. Espresso und Terracotta. Die Grafiken dazu findet ihr natürlich auch auf den diversen Blogbeiträgen. Also ihr seht, Kupferbraun und Terracotta sind doch ganz unterschiedlich. Das ist doch mehr rostiger. Das finde ich ein schönes, eigentlich eher so ein Sattelbraun. Also richtig toll. Espresso ist wesentlich dunkler. Wir können das auch noch mit der neuen Farbe Pekannuss vergleichen. Da seht ihr das auch. Das ist einfach viel brauner. Das geht hier mehr so ins Gelbliche, wenn man es daneben hält. Also das finde ich eine schöne braune neue Farbe. Wir machen weiter mit dem wilden Weizen. Das ist dieses Grünbraun. So was Ockerfarbiges eher. Ich habe jetzt hier mal Currygelb noch und Savanne. Also wie gesagt, mit einem Braun kann man es nicht vergleichen. Es geht eher ins Ockergelbe. Und das dunkelste Gelb, was wir hier haben, ist Currygelb. Und da seht ihr, richtig gelb ist es dann auch nicht. Es ist eher grünbraun. Ich habe hier übrigens auch noch Wildleder, wenn ihr das vergleichen wollt. Also das hat hier auch gar nichts damit zu tun. Genauso wie hier oder Waldmoos. Vielleicht kriegt ihr da eher so einen Eindruck, wenn ich es einfach so daneben hinlege. Oder Olivgrün. Hat damit auch nicht wirklich was zu tun. Also auch eine richtig tolle neue Farbe, die so noch nie da gewesen ist. Dann haben wir Boho Blau aus der Aktion mit der Mini-Stanz- und Prägemaschine aus der Celebration. Das schöne Graublau eher so, sage ich mal. Und das können wir vergleichen. Jetzt haben wir ein schönes Babyblau. Das ist ja unser hellster Blauton. Aber da seht ihr schon, das ist halt doch eher so gräulich, bläulicher, nicht so knallig im Gegensatz zum Babyblau sogar. Und wir haben eine neue alte Farbe, die ich auch sehr vermisst habe. Das ist Abendblau. Aber auch Abendblau. Also sie sind zwar vom, wie nennt man das denn sowas? Vom Touch her mit diesem gräulichen, gediegeneren ähnlich, aber halt nicht vom Farbton. Und auch bei den neuen Inkalern ist da nichts Vergleichbares mit dabei. Also mit den neuen meine ich jetzt nicht die neuen, sondern die von 22. Wir haben hier Nachtblau, ist viel zu dunkel. Orchideenlila ist auch ganz anders vom Farbton her. Und erst recht natürlich Karibikblau. Es hat auch nichts damit zu tun. Und wir hätten noch Marineblau, aber das ist ja auch was ganz was anderes. Dann haben wir noch eine weitere schöne Farbe, nennt sich Malve. Ich finde dieses Jahr dieses Erdtönige, keine Ahnung, was die Mehrzahl ist von Ton. Malve kann man schön vergleichen mit einer neuen alten Inkala. Fräsienlila oder Flamingorot. Auch das sind jeweils total verschiedene Farben. Auch so noch nie da gewesen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Grau namens Kieselgrau. Jetzt muss ich doch alles wieder etwas hochschieben.
Kieselgrau kann man vergleichen mit vielleicht Granit. Auch da seht ihr ganz anders. Viel heller das Granit. Kieselgrau, viel dunkler. Schiefergrau haben wir noch. Auch das ist ganz anders. Oder Anthrazitgrau. Ist auch nicht das gleiche. Dann ist Kieselgrau eher noch brauner als grau. Also das sind die neuen Inkala. Ich hole es mal noch mal so raus, wie ich es eigentlich verglichen hatte. Mit den drei Farben jeweils. So kann man das einigermaßen noch mal sehen, wer das zu Hause nachmachen will, im Bastelzimmer sich die Farben mal vergleichen mag, bevor er sie dann im Mai bestellt, kann sich da einen Screenshot machen. Und dann machen wir gleich mit den anderen Farben weiter. Ich möchte noch vorausschicken, ihr könnt sowohl die neuen Inkala als auch die neuen Stammfarben, was auch immer, schon haben. Und zwar indem ihr euch einfach als Demonstrator anmeldet und euch das Starter-Set holt. Dann habt ihr das vom 2. Mai. Man weiß ja nicht, was dann los ist, wenn hier jeder bestellen kann, ob dann irgendwas vielleicht ausverkauft ist oder so. Ihr habt wie immer die 129 Euro, die ihr zahlt, 175 Euro, die ihr reinlegen könnt. Also da ist jede Menge Platz für Stempelkissen und Papier sonst, um sich solche neuen Sachen einziehen zu lassen. Wer da Interesse hat, guckt auch einfach auf meine Webseite abgestempelt.net. Auch da habe ich euch das bei der Farbübersicht und dem Farbvergleich mit reingeschrieben. Und wir machen weiter mit den neuen Farben. Und zwar den neuen Farben. Also die gab es noch nie. Und zwar ist das, wie gesagt, Pekanus. Dann gibt es ein schönes helles Blau namens Azurblau. Was ganz was Helles, da ja Safrangelb ausgeschieden ist. Zitronenparfait. Was halt ausgeschieden ist, zum Zeitpunkt des Videos ist es ja noch nicht ausgeschieden, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ausscheiden wird. Und Babyrosa habe ich auch vermisst, so eine richtige Babyrosa-Farbe, muss ich sagen. Farbvergleich. Pekanus. Wir haben hier wieder Espresso und dann eben das neue Kupferbraun, wo man wieder sehen kann, hat irgendwie nichts miteinander zu tun. Pekanus erinnert mich dann doch eher so an Kraftpapierfarbe, wenn das hier so neben den Brauntönen liegt. Ist aber natürlich sehr viel dunkler. Dann haben wir Azurblau, wie gesagt. Das können wir vergleichen mit Babyblau und Karibikblau, dachte ich mir. Das ist auch eher noch das hellste Blau, was wir im Sortiment haben. Und da seht ihr das halt auch wieder, den Unterschied. Ersetzt Pazifikblau und hat aber mit Pazifikblau nicht wirklich was zu tun. Es ist ein helleres, dunkleres Blau. Dann haben wir Zitronenparfait. Das vergleichen wir am besten mit den hellsten Farben im Sortiment. Und das ist schlichtweg Vanille, weil das ja auch eher so ins Gelbliche geht. Aber hier sieht man, so gelb wie Zitronenparfait ist es doch nicht. Und dann haben wir noch eine neue Farbe, die schon mal da war als Inkala. Das ist Limette. Und Limette ist natürlich sehr viel grüner im Vergleich zu Zitronenparfait. Der Nachfolger zu Safrangelb, und Safrangelb war doch eher so gedrückt dunkler Gelb. Also das ist sehr viel freundlicher, finde ich. Dann haben wir eben Babyrosa. Das können wir jetzt vergleichen. Wie gesagt, haben wir noch die Inkala Malve, die neue dann, und die alte Inkala und jetzt neue Stammfarbe Fräsenlila, muss ich da meines Erachtens nach noch am nächsten kommt
bei den zwei Tönen hier. Also ihr seht, Malve hat mit dem Rosa so gar nichts zu tun. Und Fräsienlila ist auch eher lila als rosa. Ersetzt Kirschblüte. Und Kirschblüte ist eher so ein dreckiges Rosa, sage ich immer. Mochte ich jetzt nicht so gerne, muss ich sagen, für so Babysachen. Und Blütenrosa hat halt auch gar nichts mit Rosa zu tun, wenn man das hier nebendran sieht. Also diese vier Farben sind komplett neue Farben, die wir dann haben werden. Auch die könnt ihr euch, wie gesagt, vorher schon ins Starter-Set dazu legen. Dann machen wir die neuen zurückkehrenden Farben. Und das sind, wie gesagt, Limette. Das können wir vergleichen mit Papageiengrün und grüner Apfel. Das sind ja so die hellsten Grüntöne, die wir haben. Hier könnt ihr sehen, grüner Apfel ist viel dunkler. Limette ist dann eher gelb. Und Papageiengrün ist dann eher noch so neonfarbiger, möchte ich schon fast sagen. Also es ist schon ein Unterschied zwischen diesen drei grünen Tönen. Dann haben wir noch eine alte Inkala, die wieder da ist. Dann im Sortiment, nennt sie Sommerbeere, war eine meiner Lieblingsfarben damals, weil ich ja Team Pink bin und das eher so ins Pinke geht. Gleich wieder mit Wassermelone. Und was haben wir denn noch Schönes im Sortiment, was lila ist? Brombeermus. Seht ihr, Brombeermus ist wesentlich dunkler und Wassermelone ist wesentlich pinker. Also ist auch wieder so eine Zwischenfarbe zwischen beidem. Was könnte euch denn noch interessieren als Vergleich? Himbeerrot ist herausgefallen. Ist dann quasi die Ersetzung dazu, aber Himbeerrot ist auch wesentlich dunkler und trister, sage ich mal, als Sommerbeere. Dann haben wir Abendblau, auch das eine alte Inkala, die viele vermisst haben wahrscheinlich. Die kann man vergleichen mit Marineblau und Orchideenlila. Da könnt ihr auch wieder sehen, es ist eher so ein Graublau als ein richtiges sattes Blau. Orchideenlila ist ganz anders. Es reiht sich hier also wieder so mittig ein irgendwie. Auch Pfauengrün habe ich euch ja vorgestellt schon als Rückkehrer. Eine alte Inkala. Dunkelgrünton, so petrolartig. Da haben wir jetzt zum Vergleich Tannengrün und vielleicht Jade noch am ehesten. Also mit Grün hat es wie gesagt nichts zu tun. Das ist eher petrolig und auch mit sowas wie Jade hat es überhaupt nichts zu tun. Ist eine sehr dunkle, für sich alleinstehende Farbe, die sich bestimmt super wieder einfügen lässt in die neuen Sachen. Dann haben wir Blaubeere, war auch eine Inkala. Helles Blau, kann man vergleichen mit der neuen Farbe Azurblau und vielleicht Nachtblau von den Inkalern. Also Azurblau wesentlich heller und Nachtblau eher dunkler. Richtig schönes Blau ist Blau. Es hört sich immer so blöd an, aber es ist halt so. Und dann haben wir noch Lagunenblau. Ich muss jetzt hier wieder weiter hochrutschen mit allem, denn sonst geht mir der Videoplatz hier aus. Ich komme hier extra weiter runter mit der Kamera, dass ihr näher dran seid und die Farben noch ein bisschen besser sehen könnt. Lagunenblau habe ich euch auch schon
mal gezeigt beim Basteln. Kann man vergleichen mit Aquamarin. Und Jade, wo hat sie Jade? Hier war Jade, also Aquamarin, wesentlich heller von der Nuance her, also vom grauigen Ton her schon gleich, aber wie gesagt, von der Helligkeit anders. Und Jade ist halt einfach knalliger, das ist gediegener. Also Jade hat damit jetzt auch nicht wirklich was zu tun. Und dann haben wir natürlich wieder Fräsenlila. Die bleibt uns ja quasi erhalten, was ich schön finde. Also richtig viele rosa Töne hatten wir nicht. Wie gesagt, hier neues Babyrosa. Und Heideblüte war das hellste Lila-Rosa, was wir so hatten. Das hat also nichts damit zu tun. Ich sage, das ist eher lila als rosa. Und das neue Babyrosa ist wesentlich heller als Fräsienlila. Auch das lasse ich euch jetzt einfach mal kurz hier so liegen am besten. Also hier oben müsst ihr euch nochmal Jade mit reindenken. Ich habe hier noch einen kleinen Kreis mal gemacht zum Farbvergleich. Könnt ihr ja auch sonst wieder screenshotten. Ihr müsst natürlich bedenken, auch im Computer sehen die Farben natürlich anders aus, als wenn sie vor euch liegen. Aber im Gegensatz zu was Ausgedrucktem macht es doch mehr Vergleichswert her. Dann kommen wir zu den ganzen Downloads, die ich euch versprochen hatte. Also Farbvergleich ist an dieser Stelle beendet. Die einzelnen aufgelisteten Kollektionen, wie sie dann sein werden, findet ihr natürlich im Jahreskatalog im neuen, als auch dann auf oder schon auf meiner Webseite. Da habe ich es euch alles schon reingeschrieben, wie die neuen Kollektionen ausschauen werden. Ich sage, ich bin da richtig davon begeistert. Das findet ihr alles bei abgestempelt.net. Geht ihr auf Aktionen und dann zur Stampin' Up Farberneuerung 2023. Da sind die einzelnen Farben dann aufgelistet und die ganzen Kollektionen, was die Kollektionen quasi für Daseinsberechtigungen haben, wenn ihr da neu dabei seid, damit ihr euch überlegen könnt, was ihr da so holen könntet für den Anfang, je nachdem, was ihr basteln wollt. Und dann habe ich, wie gesagt, etliche Downloads euch noch erstellt quasi. Zum einen habe ich wieder mal eine Farbübersicht für euch reingestellt. Die könnt ihr euch runterladen und ausdrucken. Da habe ich einfach die neuen Farben oder die ganzen Farben aufgelistet als Tabelle quasi. Da habe ich euch für den Farbkarton Platz gelassen. Da könnt ihr dann also ein kleines Stanzteil oder was draufkleben. Dann könnt ihr hier einmal drauf stempeln, Stempelkissen. Dann habe ich hier die Marker, also die Stampin'-Reitmarker und die Blends, wenn es welche gibt. Wenn es keine gibt, habe ich das auch dazu geschrieben. Da haben wir denn was, wo es nichts gibt. Hier zum Beispiel bei Anthrazitgrau gibt es ja keine Blends. HD heißt dann jeweils hell und dunkel. Und am besten ist es, ihr druckt euch das auf Grundweiß aus. Denn so kommt halt die Stempelfarbe und die Markerfarbe schöner zur Geltung und nicht auf billigem Druckerpapier. Das ist das eine. Da habe ich euch, wie gesagt, es sind jeweils die Kollektionen drin. Das könnt ihr euch ausdrucken, zu den Akten legen oder an den Basteltisch, damit ihr wisst, was ihr habt, wie was ausschaut, zum Vergleichen. Fand ich immer ganz nützlich. Dann habe ich unter anderem, habe ich euch ja, seht ihr ja, wie ich mein Bastelzimmer organisiere. Und ich habe mein ganzes Papier in Hängematten drin. Diese Hängematten sind in einem Aktenschrank. Als gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte war das mir so naheliegend. Und ich habe hier jetzt einfach auch noch einen Download für euch gemacht, für diese Hängeregistraturen. Die könnt ihr euch ausdrucken, einfach mit einem Papierschneider ausschneiden. Und dann könnt ihr die oben in die Reiter reinstecken. Auch das
am besten auf Grundweiß ausdrucken. Es ist natürlich, wie ihr sehen könnt, ein Unterschied, ob es, wie gesagt, mit dem Drucker ausgedruckt ist, die Farbe, und das nur mit diesen Farbwerten gemacht ist, oder ob es die richtige Farbe ist. Aber im Groben und Ganzen hat man halt so trotzdem einen besseren Überblick, als wenn man es nicht hätte. Und ich glaube, diese Teile passen sogar auch in diese Fächermappen, wo es gibt, diese großen. Da sind doch auch immer so Reiter dabei. Kann sein, dass ihr die vielleicht ein bisschen schmaler schneiden müsst. Also das habe ich jetzt hier auf 1,9 cm, weil 2 cm ist der Reiter breit zu kreiert, sage ich mal, dass es da schön reinpasst. Auch das findet ihr auf meiner Seite. Ich verlinke euch ja die einzelnen Sachen auch noch im Video. Und wie immer, jedes Jahr den Color Coach, den neuen, den Farblehrer. Es gibt ja von mir auch immer wieder einzelne Farbkombinationen. Aber für einen Überblick empfiehlt sich trotzdem immer so ein großer Color Coach, nennt sich das, ein Farbfächer, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ein Farbfächer ist es theoretisch ja nur auf der Rückseite, denn diese Teile, die ihr hier eben ausdrucken könnt, haben immer drei Farbkombinationsmöglichkeiten. Da findet ihr das eben wie auch auf meinem Blog. Einfach zurechtschneiden, den Farbkarton ein bisschen größer. Da habe ich euch eine Anleitung schon reingestellt, wie das Ganze hier nachzubasteln ginge. Wer den Farbkarton sich nicht alles kaufen möchte, im Mai oder jetzt vielleicht vorher schon ins Starter-Set reinlegen möchte, dem habe ich dann natürlich auch ein Angebot reingemacht. Das gilt dann aber erst ab Mai. Ihr könnt das gerne vorher anfragen, aber ich kann ja die Sachen vorher auch nicht bestellen. Es ging ja nur eine beschränkte Anzahl an Papier. Aber sobald ich das dann habe, würde ich euch das zur Verfügung stellen mit den zugeschnittenen Farbkartonteilchen. Das dauert dann natürlich alles etwas, weil ich das natürlich auch alles mit der Hand erst zurechtschneiden muss. Aber so hättet ihr halt was in der Hand und bräuchtet nicht die ganzen großen Packungen Papier da kaufen. Das, wie gesagt, auch als Download. Das Schöne an diesem Color Coach dieses Mal ist, wenn ihr euch das ausdruckt und immer darauf achten, mir ging es so, jeder, der einen Duplex-Drucker hat, muss vorher ausschalten, egal was er sich ausdruckt, nicht doppelseitig drucken, weil sonst geht es nicht. Egal, zurück zum Thema. Das Schöne an diesem Color Coach dieses Jahr ist, dass er quasi in Regenbogenreihenfolge ist. Ich bin ja noch so organisiert, dass ich keinen Regenbogen habe. Also ich bin altmodisch und sortiere meine Farben nach Kollektionen. Aber jeder, der so einen Regenbogen nachmachen möchte, ist hier so grob und ganz, sage ich mal, auf der sicheren Seite. Es gibt so zwei, drei Farben, wo ich mir denke, die könnte man austauschen. Aber im Groben und Ganzen ergibt das Ganze, wenn man sich das ausdruckt und nach der Reihenfolge hier einfach abarbeitet, einen Regenbogen. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, mit den neuen Farben dann einen neuen Einblick bekommen, wie das Ganze ausschaut mit meinen kleinen Helferlein, die ich euch hier anhand meiner Downloads zur Verfügung stelle, dass ihr da doch besser zu Rande kommt, als wenn es ganz ohne wäre. Sobald sich irgendwas ergibt, denke ich mir ja sowieso immer noch mal was Neues aus. So ist es ja nicht. Ich würde sagen, wir sollten mal wieder ein Bastelvideo machen. Mal gucken, was ich mir so überlege. Der Ausverkauf läuft ja auch noch. Da könnt ihr euch ja auch noch genug Sachen mit reinlegen sonst. Und wie gesagt, wer den neuen Katalog noch nicht hat, kann ihn gerne auch bei mir anfordern. Gibt ja auch Neukundenangebote etc. Im Mai habe ich mir etliches auch neu überlegt für Bestands- und Neukunden. Wer da mehr lesen mag, findet es dann auch auf meiner Webseite. In diesem Sinne
fröhliches Basteln. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Fedi. Deine Christine.